Hallo und willkommen zurück zu Slay the Spire in der gemoddeten Version. Und wir gehen die linke Seite lang. Schauen wir mal, ob uns die linke Seite Glück bringt. Ich hätte eigentlich schon gerne das hier mitgenommen. Aber so wie es aussieht, reicht's dafür nicht. Ist ein bisschen schade, dass wir so wenig Energie haben. Ja, lass mal hier einen Snapshot mal... Oh, ouchen. Ach, eine Karte, die ich ausspiele. Okay, nehmen wir das doch. Und zwar hätte ich gerne... Ja, komm. Lass uns den da doch gleich mit... Okay, was auch immer das alles abgegangen ist. Nehme ich so. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Aber finde ich gut. Sollen wir da hier den da mitnehmen? Ja. Da haben wir schon wieder 16 Life verloren. Das ist nicht so ganz gut. Ich hole mir mal Verteidigung. 16 Block. Das ist nice. Was haben wir hier oben? Ah ja, Machtkarten und Angriffskarten. Das müssen wir ein bisschen was... Okay, dann können wir gleich mal hier die 16 spielen. Dann bräuchten wir noch 7. Oh. Komm, dann machen wir das doch hier. Ach, dann kriegt er nochmal. Dann kriegt er nochmal hier Abwehr. Damn. Ja, die brauchen wir ein bisschen hier. Zwölf Block ist fast schon wenig. Ich habe leider kein... Na doch, warte. Krieg ich dann 16? Ja, oh, nice. Dann sind trotzdem hier noch 15 Schaden, die durchkommen werden. Ich könnte noch 8 Block mitnehmen. Ja. Das ist ja egal worauf. Wo ich ja großartig hinhauen soll. Ich habe auch nicht wirklich viel zum Angreifen. Komm. Ja komm, das nehmen wir mit, ist kostenlos. Ah, das ist wieder hier mit adaptiv, ne? Machen wir lieber Schaden auf die Gegner. Hier hole ich mir nochmal 12 Block ab. Uff. Oh Mann, ich bin so unentschlossen. Ich könnte die hier rausnehmen. Hä? Okay, das habe ich völlig falsch gelesen. Ich dachte, der wäre fast am Abnippeln schon. Ups. Upsi. Sollten wir uns dann vielleicht 12 Block gönnen.
10 Schaden. Schade, dass wir keine Karte discarded haben in diesem Zug. Damn. So. Jetzt nehmt das mal hier. Gosh. Ich nehme nochmal das mit den 16 Block. Oh, müssen denn in den Fragezeichenräumen jetzt überall Gegner drin sein? Ach komm, ich beiße in den sauren Apfel, kriege ich halt 14 Schaden. Damn. Ey, aber das müssten auch gleich 3 sein, ne? Das ist aber auch so geil. Ja, welche Karte wollen wir denn spielen? Moment, können wir die Karte spielen, die wir gerade... Nee, können wir nicht, schade. Oh, jeez. Oh doch, halt, hier ist es. Das ist ja cool. Könnte man da ein Endlos-Deck machen? Vielleicht. Oh, das kostet 3. Oh, man kann sich die aussuchen. Das ist wiederum cool. Alter, wie ihm die Zunge raushängt. So, jetzt sind wir mal verwundbar. Weiß nicht, ob die 3 Karten gezogen so prickeln sind. Okay. Welche werde ich abwerfen? Ja, die da. Okay, 3, die ich spielen werde. Definitiv das da. Oh, damit würden wir nochmal was zum... noch mehr Power kriegen. Und das nehme ich auch. Hier die 3 Damage. Oh, 6 Damage, weil es hier doppelt ist. Geil. Das ist cool. So. Jetzt darf ich, okay. Na komm, nehmen wir mal die Sachen hier. Aber halt, das ist... Pff. Kommst du jetzt erstmal weg? Du kommst auch weg. Snapshot muss ich den eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, die Karte auf der Hand zu haben. So. Jetzt macht er wieder nichts. Aber ich habe es auch nicht wirklich. Komm, ich lock den jetzt einmal noch hier drin in dem Zeug, was er jetzt da gerade macht. Ja, aber ich habe nichts, was ich, wo ich sag, hey, das ist jetzt aber cool. Das ist einfach nur mit Block. Oh ja, gut. Die 3 Schaden mache ich noch, aber den Rest schmeiß mal raus. Er bekommt Stärke dazu. Upsi.
Vielleicht sollte ich dann mal... Ah, gut. Die kann ich noch immer irgendwann raushauen. Das könnte jetzt echt böse enden. Nice. Okay, 8 Block Snapshot. Und dann die eigene bittere Medizin reindrücken. Okay, den Fruchtsaft können wir uns auch gleich reinpfeifen. Mit Discarden? Ja. So, das saufen wir jetzt gleich mal. Was hast du jetzt noch Schönes für uns? Wow, wir haben 335 Kohlen. Verhalle für je 5 Karten in deinem Deck 3 TP, wenn du in ein Lagerfeuer kommst. Ja. Oh, das ist auch eine schöne Macht. Das ist halt nochmal sehr günstig. Den? Ja. Und dann die Heilung. An Lagerfeuern automatisch. Dann können wir da vielleicht auch noch was verbessern. Er ist ein bisschen problematisch. So ein klitzeklein bisschen. Okay. Ihr zwei kommt. Achso, ja gut. Dann kommt nur das da weg. Die zwei spiele ich. Oh, das wird nice. Das wird nice. Was möchte ich noch spielen? Ja. Nehmen wir das noch mit. Hier. 3 Schaden. Die nächste kommt jetzt erst noch, ne? Hier, 2 Schaden auch noch dazu. Geil. Was? Angsttrank? Ah, da einfach wundbar, okay. Ich nehme das Ding nochmal. Also das rockt richtig. Das ist richtig heiß. Das gefällt mir. Hoffentlich kriegen wir das schnell. Nope. Ah, jeez. Ja. Okay, das werfen wir einfach mal ab. Ach, ich muss 2 abwerfen. Egal. Hat es auch nicht mehr gebraucht. Okay. So. Die 11 sind genau einer zu wenig. Mist. Okay. Eine Karte, die ich abwerfe. Habe ich irgendwas, was beim Abwerfen? Ja, hier. Du gibst mir beim Abwerfen sogar noch was. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ah, nee, weil das in den falschen... Nee, warte mal. Das müsste doch eigentlich fast shuffeln jetzt, oder? Wäre denn eine Karte, die du abwirfst?
Ja. Nehmen wir den. Ah, schade, das ging nicht mehr. Hm. Damn. Ja, dann holen wir es einfach mal 21 Block. Und nehmen den da raus. Gut, passt alles. Perfekt. Das reicht ja auch so schon. Also mit der Verteidigung meine ich. Ah, oh, das ist so nice. Ich nehme jetzt einfach mal den anderen, weil das ist schon irrelevant. Das ist eine schöne Taktik. Nop. Das lassen wir. Er hier könnte böse sein. Der ändert jetzt die ganze Zeit seine Absicht. Ey, 96, ne? Schade, dass ich hier nicht mehr spielen kann. Wow! Bitte sag mir, dass das im nächsten Zug weg ist. Bitte sag mir, dass das im nächsten Zug weg ist und er nicht mit 613. Oh Gott sei Dank! Das hätte es uns echt ins Auge gehen können. Das wäre böse gewesen. Ach, schade, dass wir den nicht mehr spielen können. Das ist schon sehr geil. Okay, zwei, die wir abwerfen. Dann spielen wir doch den da jetzt erstmal. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Jetzt kriegt er halt wieder die ganze Verteidigung. Das ist nicht mehr ganz so lustig. Ja, komm, gib mir mal hier ein bisschen Block. Kann ich jetzt mal irgendwas anderes machen? Ich beende jetzt den Zug einfach, das geht ja sonst ewig so weiter hier. Oh, jeez. Halt, das ist ein Schaden zu wenig. Kann ich hier nicht noch irgendwie... ja, 0 Schaden, 15... Nee, brauchst du auch nicht. Oh, jeez. Der war, ja, interessant. Ich nehme noch so eins mit. Ein Murmelsack, verwundbar auf alle Gegner. Yo. Ja, cool. Okay, dann schmieden wir jetzt mal auf jeden Fall. Und ich würde fast schon sagen... Mass Deletion. Ah, ja, genau. Das upgradet ja sozusagen beides. Verbessere noch eine Karte. Ja, geil.
Fragt sich doch was. Ach, up to two cards. Ne, das ist egal. X plus 1. Ach, das kostet dann nichts. Okay, das ist wiederum schon cool. Jeez. Können wir wieder mal was machen? Danke. Okay, du bist verwundbar. Das ist schön. Nur, dass wir eigentlich nichts gegen dich haben, ne? Das ist ja cool. Dann habe ich jetzt auch mal hier alle möglichen Karten auf der Hand und kann nichts damit anstellen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich den Block. Danke. Jeez. Hätte ich mal nicht machen sollen, ne? Das ist eigentlich irrelevant. Komm, dann nehmen wir den da gleich mit. Ja, das halbe Leben rausgesaugt. Und der nächste Angriff macht jetzt sogar... ja, doppelten Schaden. Oh, aber nur einmal. Ah, ich dachte schon, hier alles wäre doppelt. Nee, nee. Ja, okay. Er lebt noch. Er lebt noch. Ah, warte mal. Normalerweise dürfte... Moment, ich krieg den doch... Ja, ich krieg den... Natürlich krieg ich den tot. Das ist so geil. 5 Stärke, ziehe 3 Karten, wäre auch nicht schlecht. Nö, das lassen wir. Okay, nur noch ein Gegner. Du greifst jetzt mal bitte nicht an. Oh! Greif doch an. What the hell? Fünf Block? Okay. Machen wir erstmal 9 Schaden raus. Wer weiß, ob ich das hinkrieg. Okay. Du bist verletzlich. Könnte ihn rausnehmen. Oh. Okay. Ich freue mich irgendwie voll auf den Endgegner, wenn das richtig gut läuft. Also jetzt gerade läuft es nicht unbedingt so, wo ich denke, ja, cool. Aber wir haben ja gerade schon gesehen, das Deck kann echt richtig geil sein. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst töte ich mich wieder selber. Okay, ich brauche erstmal 7 Block. Moment, was schmeiße ich raus? Das da und das da.
Ach halt, ich muss nur eins rausschmeißen. Okay, ich brauche erstmal ein bisschen Block. Okay, wir nehmen den mit. Wir holen uns so richtig, richtig Energie zurück. Und dann... machen wir noch Schaden drauf. Zack. Der war gut, ne? Der war nicht schlecht. Die 12 Block nehme ich jetzt aber nochmal mit. Dann werden wir hier voll geheilt, können sogar noch was aufbessern. Dann nehme ich doch glatt. Das ist einfach nur angeboren. Komm, machen wir einfach den da. Machen wir einfach den. Und dann geht's hier gleich richtig ab. Ich werde erstmal den hier spielen. So. Du kommst mit. Moment. Okay. Du zuerst. Definitiv du. Da ich was abgeworfen habe, könnte man auch drüber nachdenken. Moment, da habe ich. Oh, habe ich die beide auf der Hand oder wie? Wir nehmen da nochmal den. Okay, dann nehmen wir das Teil. Wir machen 4 Schaden. Mhm. Da wird alles wieder zurückgeworfen. Dann spielen wir dich. Wähle eine Karte, die du abwirfst. Ja, komm. Du kommst raus. Okay, lass mich mal durchgucken. Den nehmen wir. Okay. Das sieht gut aus. Ja gut, das Problem ist jetzt einfach, dass wir ihm keinen Schaden mehr machen können. Nee, dann werde ich auf jeden Fall was anderes machen. Und zwar haben wir irgendwo noch hier Machtkarten. Ja, wir nehmen das Ding ins. Er grummelt mich hier ein bisschen an. So, den nehmen wir auch. So. Dann haben wir unseren ersten Zug beendet. Schade. Oh, warte mal. Wir haben ja noch alle möglichen Tränke am Start. Ja, die können wir auch noch mitnehmen, oder? Wähle eine Karte, die du ausspielst. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal den da. Wobei ich auch eventuell seinen Schaden hätte negieren können.
Ja, aber fast auf zwei Runden umgeklatscht. Das ist so geil. Das ist so nice. Ja. Der Mod gefällt mir. Schöner Char. Finde ich gut. Klasse. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ah, schön. Moment, ich gehe jetzt noch mal kurz hier rein. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht auswendig, was genau das... wie genau der Mod heißt, aber das kann ich mir jetzt gleich hier anzeigen lassen, ne? Nein? Doch, hier. Der Mod heißt Aya Shamimaru. Shamimaru. Mhm. Da könnt ihr euch das gerne gönnen. Leute, wir sehen uns nächste Folge mit einem weiteren neuen Mod. Macht's gut, bis dann. Ich gebe mir meinen weiter alphabetisch vor. Wir sehen uns.